Leute, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Ja, wir befinden uns in diesem komischen eingefrorenen Tempel, den man vorhin immer sehen kann. Und ja, ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Wir haben auch leider keinerlei Karte hier gerade. Aber wir erkunden einfach mal. Denn hier ist die Zeit einfach still geblieben. Und ja, gucken wir mal. Aber Reißzähne kann man immer noch finden, ne? 5000 Jahre, ne, 100 Jahre alt, ne? Soll das sein? Wahrscheinlich zu der Zeit, als genau Leviathan diesen Ort angreift. Seht ihr da? Alles geht ja gerade in dem Moment kaputt, als hier alles eingefroren wurde in der Zeit. Mal sehen. Das ist eine coole Höhle hier. Und ich bin auch gespannt, was wir für Kreaturen hier sehen werden. Ich hoffe auf keinen Tombe. Okay. Die sind nicht eingefroren. In der Zeit. Aber vielleicht haben die ja was mit der Magie zu tun, ne? Bombe halt noch immer viel zu viel aus. Ah, come on jetzt. Dieser eine noch. Gut. Wir sind Gil sammeln. Tränke. Mal sehen, was wir hier haben. Ich weiß ja nicht mal, was unser Ziel ist. Irgendwie ein Stab, ne? Ein Stab, der die Zeit anhält. Oder vielleicht ist er dafür verantwortlich. Ist unser Ziel eigentlich, den Stab zu entfernen, damit die Zeit weitergeht? Weil ich glaube, das ist nicht gut. wenn das hier weitergehen würde. Glaube ich zumindest. Noch ein paar Tomberry-Hexer. Muss ich da rein? Ich muss da rein. Aber ich mag es hier rumzulaufen irgendwie. Wie so glühen, ne? Selbst der Umhang glüht, so ist mir gar nicht aufgefallen. Ich soll da hin? Nee, das sieht mir zu sehr nach Kampf aus. Ich gehe erstmal hier hin. Okay, super Trank, sehr schön. Ich hätte nur gerne einen Hyperheiler. Was ist das? Nochmal Tomberries. Das ist voll davon, ne? Wie das die einfach alle zusammentreibt. Noch mehr Gegner. Oh, wir müssen es gerade die Bomber sein. Dieser Tempel muss oh, da ist was. Noch viel beeindruckender gewesen sein. Das hier war sicher eine Art Ritualhalle. Wir hatten eine ganz ähnliche in der Burg meines Vaters. Die Priester haben damals immer vom Podium aus ihre Predigt gehalten. Dein Vater? Dein Vater also. So, so. So, so. Da fährt man ein bisschen mehr über ihre Vergangenheit, ne? Hätte ich jetzt nicht erwartet beim Leviathan DLC. Alter, das sieht aber so krass aus.
Muss ich doch hier lang, ne? Ja. Ich wollte gerade sagen, ich muss irgendwo runterspringen. Mir gefallen auf jeden Fall sehr die Ruinen hier sehr. Muss ich ehrlich sagen. Ich wollte gerade sagen, alles nur kein Curl. Nee, nee. Das geht schon irgendwie klar hier. Und das ist ja auch bald da. Ist das hinten so ein Turm? Oh, Akro-Modus. Was hast du gesagt? Ich hab dich nicht verstanden. Das war gut. Boah, der hält auch viel aus, ne? Muss er ehrlich sagen. Ich bin eingefroren. Ausbeinen? Oh shit. Gibt's ja wohl nicht. Bin ich gerade gestorben oder hat mein Heiltrank noch gewirkt? Weil ich habe ja so einen Ring einmal, dass ich, oder so ein Item, was ich einmalig einsetze, ne? Dann auf nach oben. Auf nach oben. Ich muss mal gucken, ob ich das noch habe. Ja, ich hab's noch, okay. Bin nicht gestorben. Ich konnte mich noch rechtzeitig heilen. Puh. Oha, das ist das Zepter, das sieht aus wie so ein riesen Turm vom Weiten, so ein bisschen. Beim Begründer. Habe ich es mir doch gedacht. Jill, ist dir dieser Äther nicht auch irgendwie... Sehr vertraut, ja. Ich habe es sofort gemerkt, aber erst dachte ich, dass es nicht sein könnte. Du spürst es auch, oder Clive? Sie ruft nach uns. Meint ihr etwa die Hexe? Genau. Aber sie war mehr als das. Viel mehr. Sie war ein Dominus. Sie verfügte einmal über die Macht jener Esper, die jetzt in uns ist. Sowohl in mir als auch in Clive. Natürlich. Es hätte mir gleich klar sein sollen. Wer sonst könnte die Macht haben, die Zeit einzufrieren? Kein Wesen außer Shiva höchst selbst. Aber dass ihr Äther nach all den Jahren noch hier ist... Es ist fast, als ob... Als ob sie ihn mit jemandem geteilt hat. Genau wie Torgal Anteil an meinem hatte. Hi. Shivas Gefährte. Aber irgendwas sagt mir,
dass er nicht so nett ist wie Torgal. Nee. Meine Vorfahren haben ihn hier. Wächter der Zeit. Er hat sich ihre Wege. Wir verzweifeln das überhaupt nicht. Wollte eigentlich schon ausweichen, ne? Jo. Der kann einfach alle Waffen hervorholen. Und vor allem deswegen auch diese Frostviecher, ne? Die Frostbomber da. Erinnert mich ein bisschen an den Viechern von Final Fantasy Crystal Chronicles, Goldstange. Ne, ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Alter, ich wollte ja gerade raus. Du rastest halt auch noch ein bisschen aus, ne? Ich wollte halt nur seine Kette brechen, sein Ding brechen, damit ich ihn attackieren kann vernünftig. Lässt er nicht zu. Stattdessen wirft er so einen Energiediskurs auf uns. Junge. Muss da weg, ne? Junge, wie groß wird das Feld noch machen? Alter, was geht mit dem? Oh mein Gott, einfach. Hi. Lustig. Immer lässt er mich noch ausweichen. Ja, die Dinger werden auch immer riesiger. Oh. Ich komme halt auch nicht weg, ne? Junge, darf ich vielleicht was machen? Aua? Ja. Wow. Ich konnte nicht.
Kann immerhin schön, dass ich angreifen konnte. Danke. Jetzt rastet er wieder aus. Letzter Eid. Er macht einer Feinde für die 15. Mit allen verschiedenen, mit allen Königswaffen. Die Ritter der 9. Aua. Ich musste mir gerade einen Übertrag reinpfeifen. Ja. 2 Überträge hat er gekostet schon. Nein, das reicht mir. Kinderreim aus dem Norden. Herz aus Eisen schlägt allein durch treuen Eid von Sünde rein. Ich geb dir vielleicht eine Sünde, ey. Zerstören wir das Ding. Und beenden das Ganze. Warte. Die Magie muss geschwächt werden. Nicht aufgelöst. Aber wir wollten Valias doch befreien. Hast du einmal darüber nachgedacht, was mit der Woge geschehen wird, wenn sie plötzlich gar nichts weiter aufrechterhält? Natürlich nicht. Das hier verlangt nach etwas Fingerspitzengefühl. Von Wind und Licht. Wasser und Erde soll sich der stille Mantel meines Eises lüften. Es ist zu viel Äther. Lass mich helfen. Lass uns helfen. Es wirkt. Ist es vorbei? Ich denke ja. Dieser Ort scheint nicht länger mit dem Kind verbunden zu sein. Das heißt, Valias sollte endlich frei. Lang währte sein Leid. Leviathan, unser maßlos besudeltes Fragment. Seine Göttlichkeit entweiht durch Menschenhand. Seine Seele geknechtet durch grenzenlosen Hochmut. Bis Mythos ihm Errettung brachte. Nun mögen die Sünden der Menschen getilgt werden. Durch die Hand des Dieners Gottes. Hehehe
kann jetzt auch nicht zurück. Oh, der Kampf, der, sag mal so, ich sag jetzt mal ernsthaft, ne? Der Kampf, der hat mir wirklich, das ging in die Hand und ich weiß, dass das jetzt ein bisschen noch heftiger wird und das schaffe ich nicht in 10 Minuten in dem Part und ich will ja keine Überlänge machen. Dementsprechend soll es auch gewesen sein für heute. Ich bedanke bei euch recht herzlich fürs dabei sein. Nächster Part, Ifrit gegen Leviathan. Scheinbar. Bis zum nächsten Mal. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Haut rein und tschüss.